Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mike Vidal. Freut mich wieder, dass ich für euch was zeigen kann. Und wenn es wieder heißt, Mike ist wieder aktiv am Bauen, herzlich willkommen. Ja, es ist jetzt ein paar Tage her. Ich hatte schon mal vor ein paar Tagen schon mal ein Video runtergeladen mit dem Blaster. Und ich hatte ja auch schon mal meine Tunika genäht mit den Ärmel aus einem ganz bestimmten Grund. Ich wollte normalerweise bei uns bei Karstadt auf der Schallerstraße in die Spielabteilung ja als Keilo auftreten. Wir haben das leider verschoben wegen Corona. Wir haben gesagt, die Situation momentan zu eskalieren darf nicht sein. Wir wissen ja auch nicht, was jetzt mit dem Lockdown ist. Wenn die Geschäfte zumachen, dann, ich denke, wieder vielleicht wieder Internet und sonst was. Ich hoffe, weil ist sehr stark momentan. Aber wenn die Geschäfte zu sind, finde ich es auch ein bisschen heftig. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann natürlich auch gesagt, dann werden wir auch meinen Auftritt verschieben, weil diese Menschenandrang, der sonst was ist, der wollen wir erstmal dann vermeiden, weil wir wollen nicht, dass sich noch mehr Leute dann anstecken, sonst was, das muss nicht sein, weil es eskaliert jetzt mittlerweile schon extrem und das ist kein Spaß mehr. Aber nichtsdestotrotz habe ich gedacht, komm, machst ein Video nochmal, ein sehr schönes Video, weil ich wollte euch nochmal den Keilo-Körtel vorstellen, den ich genäht habe, schon Anfang dieses Jahr habe ich ja schon mal einen Versuch überlegt. Ich brauche einen neuen Keilo-Gürtel und den zu kaufen kostet natürlich ein Schweinegeld, also über 100 Euro aufwärts. Ich hatte ja nur einen Billig-Gürtel gehabt, den kennt ihr schon mal auf Facebook, wo ich mich mal als Keilo verkleidet habe. Und den habe ich ja normalerweise dann selbst gemacht und dann halt aus einer Werkzeugtasche. Müsst ihr mal gucken auf diesem Kanal, irgendwo sieht das Video aus einer Werkzeugtasche. Aber jetzt möchte ich euch nochmal den Burner zeigen, weil ich habe endlich mal geschafft, das Keilo-Schwert dran zu machen mit einer Clipschiene. Also diese, ich nenne es immer eine Lichtschwertschiene, wo meine Keilo hat ja eine Schiene dran, wo das Schwert ja eingefügt wird. Und das habe ich mir selbst gemacht, nicht original so nach, weil ich möchte gerne euch mal zeigen, wie man sowas macht, wenn man es nicht original kriegt und sonst was. Aber eine Idee, wie man es machen könnte. Viel Spaß. So, voilà, so sieht's aus. Das ist mein geiler, schöner Keilo-Gürtel. Das ist noch die alte Schlange, die habe ich dran gemacht. Ich muss noch das Schrägband selbst machen, weil hier oben ist ein bisschen offen. Und das muss man mit so einem schweren Kunstlederkleber oder Flexikleber oder Lederkleber festgeklebt und umgeklebt werden. Aber so sieht das gute Stück aus. Ich gehe mal ein bisschen runter, damit ihr das besser seht. Ja, ich muss ein bisschen abnehmen. Camouflage-Show ist auch nicht schlecht, ne? So sieht es aus. Und wenn ich das Schritt jetzt hier rausnehme, ich muss nur andere Schraube haben, weil die ein bisschen überstehen. Dann muss ich ein bisschen überklappen. Und das muss anders gemacht werden. Aber ihr seht, so sieht die Schiene aus. Das sind zwei Platten, also ich mache, das werde ich euch gleich anders mal gleich, oder vielleicht auch so zeigen. Das sind zwei Platten hier. Die habe ich in der Hauptplatte mit diesen vier Sechskant-Imbusschrauben festgeschraubt. Und dann ganz kleine solche Modellbau-Stahl-Sechskant-Imbus, vier Stück, hier am Leder befestigt. Seht ihr das? Das ist hinten dann fest, hier hinten drunter. Und wenn ich dann, diese Schrauben sind hier auch mit befestigt, das ist die Schiene. Ne? Und ich gehe dann einfach nur her. Also die Schrauben muss ich neu machen, weil die stehen ein bisschen drüber. Dann, ihr seht das selber. Aber ist dann fest. Und ich werde euch jetzt die Schiene nochmal richtig zeigen, wie das aussieht. Und dann werde ich euch nochmal zeigen, wie ich die Schiene so ein bisschen aus, was ich gemacht habe. Viel Spaß. So, ihr seht, das ist die Schiene. So sieht die aus. Das sind zwei Platten. Wie ich gesagt, die habe ich mit den Schrauben verbunden. Die sind mit den Platten verbindet. Und dann sind 1, 2, 3, 4 Stahlschrauben. Die habe ich dann hier komplett dann mit solchen. Ich muss dann noch ein bisschen abknipsen, weil sonst hängt das an meinem Pulli fest oder am Kostüm. Habe ich dann mit solchen Mutterschrauben hinten befestigt, mit Scheiben dran gesehen, damit er fest ist und dann ist das optimal. Bisschen Schwarzlack, ihr seht schon, wie das nutzt wieder ab. Natürlich Farbe
geht ab. Vielleicht müsste man sich da mal so einen Farb, so einen Metallbrunierer holen, wo man dann auch Metall brunieren kann. Aber ihr seht, so habe ich meine selbstgemachte Schnalle gemacht. Und ich finde es gar nicht schlecht. Ein Schlosser und Fräser kann auch sowas natürlich aus einem Metall rausfräsen. Ich habe die Möglichkeit nicht. Sowas mache ich halt per Hand. Aber ihr seht, es funktioniert. Und ich kann natürlich euch auch die Maße mal sagen. Also irgendwas stimmt mit der Schieblehre nicht. Ah, jetzt 15,8 mm sind die Platten. Und hier innen drin ist eine, die Öffnung hat dann 11,8 mm. Ne, ist das breit. Also es ist abgestimmt mit die anderen. Ich hatte so solche Metalldinger gehabt, die habe ich abgestimmt. Und ja, und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie ich den Clip gemacht habe. Seht, ich habe eine wunderschöne Unterplatte geschenkt bekommen. Die durfte ich mitnehmen, da bin ich stolz drauf. So, ich habe jetzt hier, das ist das gute Stück, was wir machen wollen. Also dieses schöne gute Stück hier, ne? Ihr seht hier diese Schiene. Ihr braucht dafür normalerweise drei Teile. Das einmal so Unterteil, Oberteil und das Mittelteil. Das muss ja nun übereinander gesteckt werden. Und das sind diese Materialien. So, ich muss natürlich jetzt, weil diese Breite, sind die Breiten genauso breit wie eben. Ich glaube, war das gewesen, 13,8 war das gewesen, ne? Ja, 15, ja, die sind alle ein bisschen unterschiedliche Dinger. 15,48 und wir müssen dann natürlich auf 10, ja, circa 11 Meter hoch absägen. Und das musste ich dann hier aus den Stücken raussägen. Ihr seht, ich gehe mir die Säge durch, hier durch und dann habe ich dann später die wunderbaren Teile. Das Teil haben wir schon mal gehabt. Das ist das originale Breite. Da sind solche, diese haben so 11,35 mm. Das waren so lange Platten gewesen, so Stangenplatte und Profile. Und die habe ich daraus geschnitten. Ich habe leider keine mehr davon und deswegen muss ich mir provisorisch daraus welche sägen. Ihr seht ja, die sind genauso passend wie die hier. Ich muss das ein bisschen richtig machen. So. Also ich habe die einfach verarbeitet. Und jetzt ist der Clou. Ich gehe einfach her. Ich verbinde die. Und dann muss ich halt nur mit der Schraube hier durchgehen. Also ich brauche zwei Schrauben und ihr müsst das an einem Hauptgehäuse, muss ich das an Hauptgehäuse verbinden, an einem Lichtpferd. Und so habt ihr dann diese wunderbare Clip. Ihr seht, und dieser Clip passt natürlich dann hier rein. Ne? Habe ich wieder Metallplatte in den Finger schon wieder später. Da muss man mal aufpassen. Ihr seht, es passt rein, damit das Schwert reingefügt werden kann und fest am Gürtel fest ist. Man kann natürlich auch Messing nehmen, solche Messingplatten. Aua, das tut auch wirklich weh. Muss ich mal rausziehen. Messingplatten, weil normalerweise ist der Gürtelclip ja Gold vom Kylo-Schwert, aber ich habe gedacht, machst du mal lieber was Stabiles, weil ich bin so ein bisschen skeptisch, weil das Schwert ist ja auch genauso schwer. Und ich wollte, habe ja auch dieses Schwert nochmal gebaut als Ben Solo-Schwert. Und diese Klippe wird man daran befestigt. Und ich weiß gar nicht, man kennt ja normalerweise dieses Schienensystem nur beim Kylo-Schwert. Aber ich werde mal gucken, dass ich auch an dem Schwert machen kann. Und dann werde ich euch nochmal zeigen, wie das aussieht an dem Gürtel.
Vielleicht mache ich nochmal Jedi-Gürtel, mal gucken, mal was auf uns zukommt. Aber ich möchte echt euch mal erst nur das mal zeigen, wie ich das so ein bisschen gemacht habe. Ihr könnt euren Clip selbst machen. Ich habe jetzt nur gezeigt, wie ich das gemacht habe. Wie gesagt, ich habe diese Platten genommen, dann hier rausgeschnitten, also rausgesägt und dann wieder angepasst mit dem übereinander getan, Krippzange befestigt und dann mit einer Bohrmaschine, ja, sag ich jetzt mal, geradeaus gebohrt mit einer Standbohrmaschine und dann, also ich würde nicht mit Akku machen, weil sonst habt ihr Probleme, dass die Löcher uneben sind und habt ihr so und dann ärgert ihr euch. Lieber eine schöne Standbohrmaschine nehmen, mitverarbeiten und dann geht das schon. Ja. So, und so habe ich meinen Gürtelclip gemacht. Ja, Gürtelclip. Im Gürtelclip, ein Clip ist eigentlich normalerweise ein großer Begriff. Normalerweise, ich sage, es ist eine Gürtelschiene. Also wie gesagt, es ist irgendwie schon eine Schiene, wo es gibt ja verschiedene Haltungen für Schwerter. Einmal ein Ring, man hängt sich das nur am Gürtel oder ein Clip. Das klippt sich ein, das ist der Gürtelclip. Oder halt dann diese Schiene, die man beim Kylo kennt, die finde ich nicht schlecht, weil dann ist halt dieses Schwert richtig fest und wackelt nicht hin und her, wie sonst was. Dann ist es auch fest und dann passt halt auch. Ja, das war schon zum Video. So habe ich es euch mal gezeigt, wie ich das gemacht habe, wie das alles, wie ich mir die Ideen genommen habe, um diesen, sag ich jetzt mal, Gürtelschienen, Halterung für das Schwert, so, also besser an, für den Kylo zu machen, weil ich habe ja stundenlang dran gehangen, über fünf Tage, wie machst du das, und dann ist mir diesen Einfall gekommen im Kopf, und dann ist ja gut, habe ich mich darüber gefreut, und das musst du mal in dem Kanal nochmal zeigen, wie ich das gemacht habe. So, das war's. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben, wenn ein Daumen unten ist, bitte sagt mir, was ich falsch gemacht habe, oder was ich besser machen kann. Wenn ihr einen Kommentar schreiben wollt, macht es. Würde mich riesig freuen. Vielleicht habt ihr Ideen, wie man sowas besser machen kann. Abonniert diesen Kanal nicht vergessen. Aktiviert die Glocke. Dann sehen wir uns mit Sicherheit das nächste Mal wieder. Ich hoffe, gesund. Mit viel Kraft. Und ich hoffe, dass wir alle durch diese Situation durchkommen. Und ich wünsche euch schon mal schöne Weihnachtstage. Weil ich denke mal, es wird ein bisschen hart werden. Einen schönen dritten Advent ab morgen. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Macht es gut. Euer Mike. Möge die Macht mit euch sein. Bis dann. Ciao.